denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheit suchen. Ich hoffe, dieses Orakel hat bessere Nachrichten als das von Sparta. Komm schon. Ach Gott, was mache ich denn jetzt hier? Oh Mann, ey. Zu blöd, hier mal vernünftig zu reiten, oder was? Das Heiligtum von Delphi. Die Götter selbst wachen über dieses Land. Gut. Götter hin, Götter her. Ach Gott. So, wo komme ich denn jetzt mal da hin? Ach, hier geht's rein. Neuer historischer Ort entdeckt. Wo? Wo? Wer hat mich da gerade gerufen? Ach, Barnabas. Cassandra, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später, unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Der hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Wir sollten verschwiegener sein. Erst denken, dann reden. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie... Bleib zurück, wer bist du wirklich? Du erkennst den Speer mit nur einem Blick? Du bist kein einfacher Pilger. In Delphi ist nichts nur so, wie es scheint. Auch ich nicht. Also, wer bist du? Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja. Aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Du scheinst nicht überzeugt davon zu sein, dass man der Pythia Glauben schenken kann. Was hat sie dir gesagt? Ich bat sie, mir eine Möglichkeit zu zeigen, diesen Krieg zu beenden. Sie sagte, der Frühling sollte sich nicht den Winter wünschen, weil er seinen Tod bedeutet. Welch Weisheit! Ich verstehe kein Wort davon. Aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen. Ich erkenne eine Drohung, wenn ich eine höre. Du hast so lange auf Kephallenia gelebt. Dieser Andrang ist ja unglaublich. Kommen immer so viele Menschen, um die Pythia zu sehen? Das sind ja nicht alles gewöhnliche Leute. Jede Stadt entsendet Theoroi, heilige Botschafter, die um Hilfe für ihre Einwohner bitten. Die Pythia hat nicht nur Einfluss auf die persönlichen Schicksale der Menschen, sondern auch auf das Schicksal der gesamten griechischen Welt. Stell dir vor, wie viel Einfluss man nehmen könnte, würde man lenken, was sie von sich gibt. Sie wird von Apollon gelenkt. Natürlich wird sie das. Delphi ist nicht annähernd so, wie es alle beschreiben. War es schon immer so? Nein, es war einst ein offener, gastfreundlicher Ort.
Aber der Krieg ändert alles. Jetzt suchen die Menschen die Pythia aus politischen Gründen auf. Prophezeiungen in Kriegszeiten treiben die Gemüter zur Gewalt. Du solltest deine Klingen besser verdeckt lassen. Blutvergießen wird in Delphi als Beleidigung Apollons verstanden. Die Strafe dafür wiegt schwer. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? Nun gut. Alles klar, nochmal abspeichern. Aber der eine angebliche Pilger da, Herodorodos oder wie er da heißt, also... der weiß mehr, als er sagt, also... ich vertraue dem Typen nicht. Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Tja, was eine kleine Drohung und eine Menge Waffen doch so alles bewirken kann. Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende! Wo ist meine Mutter, wo ist mein Vater? Nee, ich will die Mutter wissen. Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du das wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, wie du dich in Kausos Unwissen stelltest. Du hast dich von einer unbekannten Krankheit leiten lassen. Unschuldige starben deinetwegen. Aber woher? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte, der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Ich habe das Gefühl, jetzt wird gleich wieder Mord und Totschlag. Nee, doch nicht. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert... Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird.
Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Kassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Ich kann sehr feinfühlig sein, wenn es darauf ankommt. Gut. Die Wahrheit will hinaus. Die Pythia lebt in Phokis. Sie ist im östlichen Teil der heiligen Lande des Apollon. Ihr Haus ist im Hauptort von Delphi. 560 Meter in die Richtung. Aber hier ist auch nochmal eine Quest, die nehme ich nochmal schnell an. Ah, Söldnerin. Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Nein. Oh, pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Ach, erspare mir die Details. Du bist noch äußerst lebhaft. Bei den Göttern, Frau. Ich sagte, erspare mir die Details. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so harte Söldnerin so empfindlich sein kann, wenn es um ein bisschen Spaß geht. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Phokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Ich komme bald wieder zurück. Ah, gut. Das machen wir aber später. Ja, jetzt erst einmal das Orakel befragen. Ja, beiseite. Oh, das Amphitheater. Denke ich mal. Alter, was ist denn mit denen los? Alter, was für Drogen nehmen die denn? Gott, oh Gott, oh Gott. So, vielleicht läuft mir ja hier ein Bär über den Weg. Oder ein Hirsch. Oder beides, wenn ich Glück habe. Man weiß ja nie. Das wäre natürlich mal richtig gut. Dann könnte ich das gleich abschließen.
Grab der ersten Pythia. Okay. Antike Stele finden. Na, dann suchen wir doch mal. So. Ah, nee, das mache ich in einer Nebenmission. Das mache ich in der Bonusfolge. Leute. Das mache ich in der Bonusfolge. Komm. Jetzt erstmal hier die Pythia hier finden. Und mal ausquetschen. Oh Mann, das sieht aber geil aus hier. Mal hier so den mal so den Blick schweifen lassen. Alle Achtung. Alle Achtung. So, hier erst mit dem Pferd längs zu reiten. Das bringt ja auch nichts. Nicht wirklich zumindest. Da kann ich aber kurz hinlaufen. So, Herr Speer, seid mal so nett und zeigt euch. Aber ich muss wahrscheinlich diesen Bären beim Heiligtum erledigen, oh Mann. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Finde und befrage das Orakel. Naja, das Orakel versteckt sich nicht, das Orakel wird versteckt. Ah! Da haben wir doch einen Bären. Wo bist du denn jetzt? Bär, wo bist du? Ach, da ist er ja. Oh. So. Oh, wie das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Ah, jetzt habe ich doch von dem Bären jetzt das, was ich brauche, oder? Moment mal. Quark hier. So, alle. Alt ist nur eine Zahl. Kirsche, Leben an den Nordrhein. Ja, dann habe ich ja jetzt schon... Bärenskrotum. Ja, da habe ich jetzt die Bärenhoden. Oh Gott, ey, den armen Kerl, da habe ich auch noch die Eier abgeschnitten. Naja, egal, gut. Keiner lacht ohne Ruten oder so ähnlich. So, Haus der Pythia. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Na, ich wollte gerade sagen, das kann ja nur nicht nur die beiden da sein, ne? Wildschwein greift da jemanden an. Oh, das Wildschwein kommt jetzt in meine Richtung. Ein wild gewordenes Wildschwein. Gut. Warum wird die Pythia ja so gut bewacht? Ach, die Tür kriege ich jetzt nicht auf, Kacke. Was geschehen?
So, ich würde gerne mal den 13er jetzt hier da, den Boss da jetzt plätten. Nur